Ja, wunderbar. Wir sind live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Response Ability. Ich freue mich heute besonders. Ich merke, ich bin auch aufgeregt. Ich habe da den Martin Permantier bei mir und eine ganz, ganz spannende Folge dieses Mal, nämlich braucht Entwicklung Ehrlichkeit? Und ich glaube, keinen besseren als den Martin hätte ich mir für diese Folge einladen können. Ja, herzlich willkommen, Martin. Du bist ja sozusagen seit über 20 Jahren damit beschäftigt, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Identität zu finden, mit Werten, mit Haltung. Und ein ganz großer Teil dieser Reise macht einfach immer wieder Entwicklung aus. Du hast auch das Buch geschrieben, Haltung entscheidet, dieses, ja, der Orientierungsrahmen ein Stück weit, moderne Entwicklungspsychologie in leichter verständlichen, verdaulichen, anschaulichen Grafiken und gleichzeitig auch sozusagen in der Tiefe beschrieben. Ja, an alle, die zusehen und zuhören, gerne dieses Buch kaufen. Es soll aber auch ein neues rauskommen. Ich glaube, über das werden wir heute auch noch ein Stück weit sprechen. Bevor wir noch wirklich direkt hineinstarten, gerne Fragen stellen, Kommentare unter diesem Post auf LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer du zusiehst oder per Sprachnachricht via Spotify und Apple Podcast. Aber jetzt noch einmal ganz offiziell, Martin, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke, Bernhard, und danke für die schöne Einleitung und die Lorbeeren. Vielen Dank. Ja, yeah. Ich bin so neugierig, einfach so als Einstieg, so ein kleines Check-in. Wie bist du denn heute hier in diesem Call, in diesem, ja, Podcast, in unserer Aufzeichnung? Ich erzähle dir ja gerade eben, ist ganz witzig, weil ich schreibe gerade an einem neuen Buch, Haltung erweitern, was so ein bisschen die Fortsetzung sein wird von Haltung entscheidet. Ich habe vor Monaten so eine Art Plan gemacht, in welchem Kapitel ich sein werde. Ja, und heute habe ich ein Kapitel Wahrhaftigkeit geschrieben. Ja, und da dachte ich, ach, guck mal, das passt ja. Also, mich hat das Schreiben heute Morgen beschäftigt und Anfertigen von neuen Illustrationen, neuen Zeichnungen, die ähnlich wie in dem alten Buch auch wieder so eine Art Entwicklung zeigen zu verschiedenen Themen. Und diese Entwicklung kann man eben auch beim Thema Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit in Bezug auf die Haltung erkennen. Und das hat mich heute beschäftigt. Und ich bin hier gerade für die Schreibzeit in der Toskana und genieße sozusagen das schöne Wetter und auch die ersten Regenfälle hier, die sie in den letzten Tagen hatten. Fantastisch. Ich stelle mir vor, da werden wir noch ein Stück weit mehr eintauchen in diese ganze Thematik und auch Wahrhaftigkeit, was ich ein wunderschönes Wort finde für das, worum es auch in radikaler Ehrlichkeit sozusagen geht, das, wofür ich ein Stück weit ja auch Trainer bin. Ich möchte noch sagen, wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt auf der Freiräume-An-Conference. Und ich finde das so einen schönen Einstieg, weil ich kann mich noch erinnern, du hast dort damals die Keynote gehalten, eben über dein Modell der sechs Haltungen. Und ich glaube, am Tag davor habe ich eine Session geleitet zu eben Radical Honesty. Und mit der Übung, manchmal tue ich so, als ob. Und ich kann mich noch erinnern, du hast dann während deiner Keynote auch einmal darauf Bezug genommen, so dieses manchmal tue ich so, als ob, da steckt irgendwie auch schon was drinnen, was man in Richtung Entwicklung ja sehr spannend vielleicht auch hervorgreifen kann. Und da wäre ich so neugierig, wie du ja, wie du diesen Zusammenhang siehst, eben einmal, wenn wir ganz grob starten, von Ehrlichkeit und Entwicklung, vor allem Ehrlichkeit über die Dinge, die man sonst vielleicht so ein Stück weit zurückhalten würde. Also, wo man manches Mal so tut, als ob, während eigentlich ganz was anderes lebendig ist. Was hat das mit Entwicklung zu tun, wenn überhaupt?
Ja, ich glaube, Ehrlichkeit ist ja nicht so eine eindimensionale Dimension, ja, wie man das vielleicht als Kind lernt, so, jetzt sei mal ehrlich, ne? Hast du den Karl geschubst oder der Karl dich, wer hat angefangen, ja, dann würde man sagen, ja, nö, der Karl war's, nö, der war's, ne? Und du kannst ja dann erstmal nur Bezug nehmen auf sehr offensichtliche Art von Wahrheiten. Ja, so als Kind, da bist du ja nicht dreifach reflektiert und kannst vielleicht sehen, an sich habe ich den geschubst, weil der ganze Kontext mir nicht gefällt und die Art, wie wir hier gegängelt werden, geht mir auch ziemlich auf den Zeiger, ja. Und ich bin ja voller Aggression und ich mag das ja nicht so. Also könntest du ja gar nicht reflektieren, ne? Und dann kommst du in so eine nächste Entwicklung, wo du dieses Höflichkeit lernst, das angepasste Ehrlichsein, ja, das sagt man nicht, das tut man nicht. Und da eben im gewissen Sinne das Lügen lernst oder das auch akzeptierst, um zu einer Gruppe dazuzugehören. Ja, also du sprichst die Wahrheiten aus, so wie sie von dir halt verlangt werden, damit du dazugehörst und kriegst ja auch von außen die Rückmeldung, hast du gut gesagt. Das war nett, das war richtig, ne? Und da fängt ja schon diese Differenzierung an zwischen oder auch so eine Entkopplung von deiner eigentlichen emotionalen Wahrnehmung mit den Erklärungen und Sinngebungen, die du hast. Ja, und die fangen an, sich so zu dissoziieren. Ja, also dass du fühlst was, aber du weißt, ich muss es anders formulieren, sonst kriege ich irgendwie Stress. Ja. Und der Prozess geht dann ja so ein bisschen weiter, wenn wir dann in so dieses Moment kommen, wo wir anfangen, uns so psychologisch zu beobachten. Also wo du anfängst, eine eigene Identität zu haben, aber die immer noch so an Rollen gebunden ist. Ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes. Und auch da ist der Bezug zur Ehrlichkeit wieder ein anderer. Da ist man eher so in dieser Rechthaber-Ehrlichkeit. Ich weiß, wie es richtig ist. Und das sage ich dir. Und du lügst, weil du die Fakten nicht richtig benennen kannst. Und das war so und so. Und das können wir jetzt zusammen im Internet nachgucken. Und dann sage ich dir, ich habe recht. Ja, das ist dann halt so. Diese Art von Ehrlichkeit, die eben aber auch entkoppelt ist von den Gefühlen, sondern da geht es ja scheinbar um die Fakten. Ja, und das ist auch so die Ebene, die wir sehr stark in der Geschäftswelt spielen. Ja. Und in der Entwicklung kommt dann sicherlich noch eine andere Art, wo du eben anfängst, dich wieder rückzubesinnen. Ja, was ist eigentlich in mir so? Also, nachdem ich diese Entkopplung erfahren habe von meinem Gefühl, ja, und irgendwann sagst du, nö, ich will aber so meins machen. Ich will, dass es mir gut geht, ja, und ich will jetzt hier meine Stärken leben, ich will eigenbestimmt leben. Dann fängst du an, so eine Art Lieblingsversion von dir anzustreben, also in so einer Art Selbstoptimierung. Ja, man beobachtet sich so und sagt, nö, das finde ich nicht so gut, das finde ich besser, ja. Und dann kommst du so zu dem, was man vielleicht ein kuratiertes Selbst nennt. Das hat auch so seine eigenen Wahrheiten. Instagram, ja, oder Tindern oder bei Dating-Plattformen, alles große Lügenopern. Von einem Blickpunkt, aber von einem anderen ist es ja wirklich der Versuch, Bezug aufzunehmen mit einer Wunschversion von dir. Ja, und insofern hat jede Haltung ihre Ehrlichkeit und auch was von außen vielleicht dann nachher, ja, das war aber nicht ehrlich, weil ich das nicht gesehen, in dem Moment schon. Ja, so, und dann wird es halt interessant, wenn wir uns weiterentwickeln, so in den postkonventionellen Bereich. Und man sagt so, bis dahin gibt es so diese Tendenz, sich von sich selbst nicht alles wissen lassen zu wollen. Ja, du hast sozusagen gute Seiten, die zeigst du, und andere, wo du sagst, oh, das muss aber keiner wissen. Das ist ein bisschen peinlich, ne? Das Oder ist ja, wäre sozial nicht unglaublich erwünscht. spannend. Also ich stelle mir vor, also mich erinnert es gerade an dieses, wir sagen manches Mal dazu, dass ich, also dieses manchmal tue ich so, als ob, wo wir da gestartet sind, ja. Als Kind ist das ja fantastisch, also irgendwann einmal zu lernen, so tun, als ob, weil das einfach eine fantastische Art und Weise ist, zu lernen in der Welt. So, ich tue so, als ob ich Cowboy wäre und oder Astronaut und kann zum Mond fliegen. So in die Richtung und lerne. Oder ich spiele die Eltern nach in der Küche und lerne so über soziale Situationen. Nur irgendwann, und ich stelle mir vor, das ist das, was du bis jetzt beschrieben hast, irgendwann ziehen wir dann so diese zweite Ebene ein, wo wir so tun, als ob wir gar nicht so tun, als ob. Also so irgendwie einen Teil ausblenden versuchen, zumindest.
Genau. Und ich glaube, das ist ja, und wir haben ja diesen, ich sag mal, diesen Teil wie ein Kind, das sagt, ich habe jetzt Superpower, ich habe die größte Kanone und ich bin jetzt Beckenbauer oder so, ja, was man immer sich so vorstellt oder wir uns als Kind vorgestellt haben, ja. Das sind ja dann Vorstellungen, wo du dann irgendwann mal merkst, die sind ja gar nicht kompatibel mit der Gesellschaft, sondern da musst du ja andere Sachen sagen, ja. Und diese Umstellung so von diesem freien, aber auch selbst überhöhten, ja, kindlichen Psychologie, die ja manchen auch bis ins hohe Alter erhalten bleibt, in diese angepasste, ne, das ist eben auch erstmal so eine Trennung von deinen Primärgefühlen. Also ich habe jetzt Lust, ich fühle mich stark und dann bringst du das eben in den Tasterien. Ja, und diese Entkopplung führt ja erstmal dazu, dass du weder dein Gefühl noch deinen Gedanken glaubst, ja, sondern dann erstmal das übernimmst, was so kommt. Und das ist dann sozusagen unsere Sozialprogrammierung durch Familie, durch Kultur. Was ist richtig, was ist falsch, was darf man nicht, was ist angemessen, was ist nicht angemessen. Ja, und da gibt es ja in dem Sinne keine objektive Wahrheit, sondern manche Kulturen. So, Martin, jetzt habe ich dich kurz verloren. Ja. Ah, jetzt höre ich dich wieder gut. Das ist nicht die Wahrheit, glaube ich, war das Letzte. Genau, die kulturellen Prägungen, zu denen du dann ja ehrlich bist, ja, das macht man, das tut man, die sind ja willkürlich. Und also das Wahrsein, was in der einen Kultur sozusagen ehrlich ist und richtig ist, ist in anderen Quatsch. Ne? Also Wahrheit ist oder Ehrlichkeit ist auf der Ebene eben auch kontextabhängig. Ne? Okay. Kannst du darüber noch mehr sagen? So, wie ist Ehrlichkeit kontextabhängig? Also von welchen Variablen sozusagen hängt es dann schlussendlich ab, worüber du ehrlich sein kannst? Oder ist es einfach diese Stufe, von der aus du nach draußen blickst sozusagen? Ne, ich sag mal, das wäre für mich so die Haltung, die eher in der kindlichen Prägung liegt, ja, wo du eben gemäß der gesellschaftlichen Normen, Werte und Kulturnarrative sagst, ja, ich habe das richtig gemacht, ja, nee, ich habe alles so gemacht, wie ihr es haben wollt, ne? Und alle sind zufrieden, wenn du das zum Ausdruck bringst, auch wenn alle wissen, dass es nicht stimmt. Das ist ja so diese Doppelmoral und es wird trotzdem als ehrlich bewertet. Ja, und was das im Einzelnen ist, kann ja sehr skurril sein. Ja, ich denke so an quasi meine Eltern, die mir so öfter gesagt haben, gerade bei Geschenken, so da kommt die Tante und schenkt dir irgendwas, was du eigentlich nicht haben möchtest. Du hast auch nie danach gefragt. Und eigentlich bist du so, ja, was tue ich damit? Aber die Eltern kommen und sagen, aber sagst du schon Danke? Musst du schon Ja, Danke? So, ja. wenn du sagen würdest, genau, wenn du sagen würdest, ganz ehrlich, Stoffhose, Wollhose, ja, das kratzt total. Ne? Und die Genau. Farbe passt mir auch nicht. Nehme, nee, Tante, nimm mal wieder mit. Ist gut gemeint, aber lass mal gut sein. Ja? Also ist ja nicht möglich. Und insofern, in dem Kontext ist die Wahrheit oder das Richtige, du willst, was dir von außen honoriert wird, zu sagen, ja, danke, ja, schön, ich freue mich, und dann wird das auch honoriert. Und alle werden sagen, das ist aber ein aufrichtiges und ehrliches Kind. Ja, das hat sich bedankt. Ja, super spannend. Ich stelle mir vor, ein Stück weit lernen wir dort auch so unehrlich zu sein. Was ich vermutlich, also aus dem, wie ich normalerweise drüber spreche, ist es so, dass wir aus dem, was wir eben gelernt haben, über verschiedene Dinge nicht ganz ehrlich zu sein, also das können kleine, aber auch größere Sachen sein, dass wir das manches Mal nicht mehr loswerden, dann, wenn wir dann in weiteren Entwicklungsstufen sind, sozusagen. Und du hast vorher schon begonnen, darüber zu sprechen, über den postkonventionellen Raum. Irgendwie bringt es uns dann doch dort dann weiter. Aber manches Mal stehen wir uns eigentlich im Weg, weil wir nicht ganz ehrlich sein wollen. Mich würde so interessieren,
Was ist mit dem postkonventionellen Raum mit Ehrlichkeit? Wie geht es da weiter? Na, ich glaube, erstmal diese Phase der Anpassung, die geht ja nicht weg. Auch wenn du die überwindest und irgendwann merkst, so, ach nee, diese und jene Norm, da muss ich mich nicht mehr dran halten. Ja, ich kann freier leben, ich kann selbstbestimmter leben, ich muss keine blauen Stoffhosen mehr tragen, ja, an Sonntagen und weißes Hemd dazu, dann mache ich ja so, wie ich will. Und trotzdem bleibt dieser Teil erhalten. Zum einen, weil er ja Teil deines biografischen Systems ist. Das heißt, du assoziierst immer wieder da rein. Ja, und zum anderen, weil du immer noch im Anpassungsdruck bist. Ja, also du gehst immer noch irgendwo hin. Wie ist denn ja der Dresscode? Wie reden die laut, leise? Macht man ja komische Witze oder nicht? Ja, das heißt, diese Anpassung ist nicht etwas, was dich verlässt, auch wenn du sozusagen weiter dich geöffnet hast oder deine Haltung erweitert hast. Es ist vielleicht nicht so reizbar. Ja, und trotzdem ist es ein Vorgang, der in einem abgeht. Und gewisse Rituale, Tür aufhalten, Hand geben und so weiter, begleiten dich ja auch noch weiter. Und insofern könntest du sagen, ja, diese Lügen bleiben, weil wir sozial nett sein wollen, weil wir Zugehörigkeit sein, weil wir Höflichkeitsfloskeln machen oder Smalltalk, ja. Oder du sagst, ja, das ist okay. Ja, da habe ich gar kein Ding mit. Das lasse ich so mitlaufen, ohne dass ich da meinen großen Entwicklungsbereich sehe, das zu ändern. Ja, weil dann würdest du es auch zum Thema machen und das ist dann so ein bisschen wie der rebellische Punk. Ja, so nach dem Motto, ich bin immer unhöflich, ne, jetzt kann ich euch als Spießer mal so richtig zeigen, wie es so anders geht. Dann bindest du dich ja von der Aufmerksamkeit noch eher da dran. Und ich glaube, der Vorgang ist ein anderer, dass diese Art der Selbstbeobachtung ein anderer wird. Und wenn du mich fragst nach dem postkonventionellen Raum, dann ist das ja das, wo wir anfangen, uns mehr von der Selbstebene zu betrachten, also von so einer Art beobachtenden Metaebene und auf diese rollengebundenen Identitäten schauen können. Ach, guck mal, in der Rolle machst du immer das und in der Rolle machst du das, auch und da machst du das. Ist ja interessant. Ja, und dann fängst du plötzlich an, so diese, wie sagen, das Unintegrierte zu sehen. Ja, und diese Spannung, die zwischen den Rollen sind. Und dann, glaube ich, ist auch dieser Prozess, das sich mehr von sich wissen lassen und die eigene Widersprüchlichkeit als Potenzial zu erkennen, als Wachstumspotenzial, wird dann spannender. Aber vorher ist ja das gar nicht so möglich, weil du nicht so diese beobachtende Distanz hast. Und wenn ich dir dann irgendwie was sage, was dir nicht passt oder was sozial nicht erwünscht ist, dann würdest du das persönlich nehmen, weil du halt noch stark identifiziert bist mit deinen rollengebundenen Identitäten, deinen Gedanken und Gefühlen. Und du würdest sagen, was, das sagst du über mich? Ja. Und später würdest du sagen, ach ja, dieser Aspekt von mir stimmt. Ja, da gucke ich nicht so genau hin. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja, und da brauchst du eine erweiterte Haltung, um so eine Art von Feedback oder Ehrlichkeit auch sinnvoll für dich verarbeiten zu können. Super spannend. Also für mich macht gerade so ein Stück weit Klick möglicherweise. Das möchte ich mit dir abchecken, ob der Klick an der Stelle auch passt. Wenn ich dir so zuhöre, dann hört sich das an, wie wenn im postkonventionellen Raum, in den späteren Haltungen sozusagen, ich eigentlich, wenn ich über Ehrlichkeit spreche, sehr viel mehr über mich selber spreche und über das, was ich über mich wahrnehmen kann. Also über meine eigenen Muster, über meine Emotionen, über meine Urteile und wie die vielleicht auch mit mir selbst zu tun haben. Meistens ist es ja bei den schönen Urteilen so. Und davor passiert manches Mal etwas, was ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich beschreibe es manches Mal so, dass wenn Leute, die meisten Leute, mit denen ich jetzt in Organisationen über Ehrlichkeit spreche, hören zuerst mal, oder radikale Ehrlichkeit, hören zuerst mal, ich muss jetzt rausgehen und allen meine Meinung an den Kopf knallen, über sie, über die anderen, und ihnen sagen, was Genau. ist und was nicht alles schlimm ist und so weiter. Und das bedeutet automatisch nur Konflikt. Während hingegen ich beschreibe das als brutale Ehrlichkeit und als das über andere sprechen, während hingegen diese Praxis, über mich selbst zu sprechen, um meine Wahrnehmung zu vergrößern, über das, was, wie ich mir manches Mal im Weg stehe, etc. Also
Ja, eigentlich diese Praxis ist die, glaube ich, aus meiner Sicht zu mehr, zu schnellerer Entwicklung irgendwie auch führt, sozusagen. Und Ja, du vielleicht kannst auch ja sagen, keine Entwicklung, sondern mehr andere Stufe. Das kann auch sein. ja, es geht ja in diesem, ich sag mal, wenn du anfängst, dich selbst zu beobachten, bastelst du erstmal in deiner Lieblingsversion. Oder man sagt so, das geliebte Kind, ja, der schöne Bernhard, der schöne Martin, so den ich für repräsentabel halte. Ne? An dem wird jetzt gechiselt, ja, und dann merkst du, kriegst du nicht hin, ja, es bricht immer wieder zusammen und sagst, okay, da gucke ich mir die anderen Sachen auch an. Ja, und dann versuche ich die halt besprechbar für mich zu machen. Deswegen sagt man zum Beispiel, für die Entwicklung ist Journaling gut. Also, dass du Tagebuch schreibst und sagst, ja, heute war dies, dann war das, das war jenes oder so, oder verschiedene Perspektiven für dich transparent machst, dass du sagst, ey, krass, vor einer Woche habe ich das gedacht, aber dann war es ja ganz anders. Ach, und das habe ich gar nicht gesehen. Und der Teil, der da geredet hat, der hat aber den Aspekt von mir gar nicht gesehen. Ja, und ich muss mal eine Vollversammlung machen, ja. Und dieses Idee, dass du aus Teilen und Teilpersönlichkeiten bestehst, ja, das öffnet ja nochmal eine ganz andere Art von Besprechbarkeit oder Raum, über dich ehrlich zu sein. Weil wenn ich jetzt sage, ich bin ehrlich, ja, welches ich denn? Ja, der jetzt hier sitzt, aber der in 2 Tagen dann zurückguckt, sagt, nö, habe ich nie gesagt. Ja, nee, das hast du einfach, du hast du so verstanden. Ja, das war nicht meins. Ne? Und ich glaube, erst in dieser Teilearbeit, wenn du so merkst, ein Teil von mir hat echt Schiss, das und das zuzugeben. Ein Teil von mir sieht den Teil, der Schiss hat, das zuzugeben. Und ein Teil von mir kann das in Ausdruck bringen, ja, und ist aber nicht gut in Kontakt mit dem, der es nicht in Ausdruck bringen kann. Ja? Dann merkst du, ach, guck mal, das ist ja ein ganz anderes Spiel. Also wenn ich sage, ich finde, du erinnerst mich an und deswegen habe ich jetzt dieses Gefühl, ja, dann denkst du, oh, nee, ein bisschen niederkomplex. Ne? So sind ja so Partyspiele, ne, wo du dann Wahrheitsspiele, ne, von irgendeiner Frage gezogen wird, hast du schon mal was geklaut? Ne? Jetzt sei aber ehrlich. Ne? Das könntest du, ne, ja. Und das ist dann so eine gängige Art von Faktenquiz. Ja, was dann als Ehrlichkeit bezeichnet wird. Aha. Ja. Spannend, dass du auch diese ja, Fakten, also wir machen eine große Unterscheidung zwischen dem, was du wahrnehmen kannst, wie wenn es eine Kamera wahrnehmen würde, also wirklich beobachtbare. Ich möchte gar nicht Fakten sagen, weil es sind schlussendlich auch keine Fakten. Und am Ende des Tages sind manche Dinge beobachtbar, mit Sinnen wahrnehmbar, also Geräusche, das ein Wortlaut, den jemand sagt und Dinge, die passieren, die, wo wir, weiß ich nicht, drei Leute, die im Raum sitzen, wahrscheinlich das Gleiche gesehen haben zumindest und wir uns einigen können darauf, dass das irgendwo passiert ist. Und dann gibt es diese ganze andere Welt der Interpretationen über das, was passiert ist und über diese Dinge, die tatsächlich passiert sind. Inwieweit gibt es da aus deiner Sicht irgendwie, ich würde mal sagen, so Querverbindungen eben zur Entwicklung und wie sich da auch diese Interpretationen verändern? Oder ist es auch das, was du wahrnehmen kannst, das sich verändert, je nach, also mit höheren Entwicklungsstufen und Haltungen? Naja, ich glaube, das ist ja die Entwicklung ins Postkonventionelle oder von einer eigenbestimmten Souveränen, ja, ich hier und meine Lieblingsversion, ich habe es drauf, ich bin gut und ich zeige mich ja in dieser kuratierten Edition von mir hin zu einer relativieren individualistischen Haltung, wo du sagst, okay, ich bestehe aus Teilpersönlichkeiten, da gibt es Schattendinger, die gucke ich mir nicht so an, da gibt es Gefühle, auf die habe ich nicht so Bock, ja, und die möchte ich aber auch sehen. Dann ist ja ein ganz wichtiger Vorgang, in diesen Raum sozusagen halten zu können, nicht mehr zu bewerten, sondern zu beschreiben. Ja, und das ist super, super, oder das heißt super schwer, aber das ist erstmal eine Übungssache, ja, weil wir ja gewohnt sind zu bewerten. Uns selber zu bewerten, andere zu bewerten. Aber welchen Wert hat die Bewertung? Ja, wenn ich dir jetzt irgendwie meinen Bewertungsstrom servieren würde, ja, okay, schönen Dank. Ne? Braucht die Welt den? Nein. Ne? Aber wenn du meine Beschreibung, ja, die würde ich sagen, pass auf, das nehme ich wahr.
Ja, und du sagst so, hey Bernhard, du hinter deinen Augen sitzend, ja, was nimmst du denn gerade so wahr? Ist ja krass, du guckst ja aus einem anderen Fenster. Ja, und wir gucken beide in den gleichen Realitätsraum, aber wir sind im ganz anderen Assoziativstrom verbunden. Ja, du hast deine Vergangenheit, deine Assoziation, ich habe die. Und wenn wir die einander jetzt wirklich offen teilen können, ach, dein Assoziativstrom ist gerade so, meiner ist gerade so, ist ja interessant, beschreib mal. Ja, dann hat das ja unter Umständen einen Wert, ne? Und dieses Entkoppeln von den Bewertungen, glaube ich, ist ganz wichtig in dieser, dem zur Verfügung stellen von Wahrheit, ja, oder Ehrlichkeit. Spannend, dass du sagst, das Entkoppeln von der Bewertung. Ich denke so, also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich auch ein anderes Wort dafür, wäre so Vielfalt der Meinungen sozusagen oder dessen, was wir wahrnehmen können in einem Raum zulassen und das vielleicht sogar als Ressource nutzbar machen. Meine Interpretation gerade von dem, was ich gehört habe. Ja, ich stelle mir vor, wenn ich das so sehe, dann, weil in meiner Vorstellung ist es ja so, dass wir Bewertungen, die können wir nicht abschalten. Also wir sind ja, es macht ja auch irgendwo Sinn, dass wir sozusagen uns orientieren in der Außenwelt und sagen, das ist vielleicht gefährlich, das ist nicht so gefährlich, etc., etc. Aber vielleicht ist es dieses, was bei mir kommt, so dieses nicht mehr ganz so ernst nehmen, nicht mehr so 100% überzeugt sein davon, dass diese eine Bewertung die einzig richtige ist und ich mich damit durchsetzen muss, so in die Richtung. Ja, es geht ja weiter in dem Moment, wenn du also dir mit deinen Teilen zuguckst und denkst, wo kommt das eigentlich alles her? Diese ganze Meinung, diese ganze Bewertung, die wirst du feststellen, das ist ja gar nicht von dir. Das hast du ja irgendwo her. Ja, du hast die Sprache irgendwo her, du hast die Meinung irgendwo her, du hast irgendwas gelesen und merkst ja, okay, den Satz habe ich schon 10 Mal gesagt. Ach ja, das ist Standardsatz Martin 6.3. Ja, das hat er schon 100 Mal gesagt. Jetzt spult er das wieder raus. Ja, und kannst ja so mehr dabei zugucken. Ja, wie du so auf dein Gedankenrepertoire halt zugreifst und das halt so zur Verfügung stellst. Und das ist, glaube ich, so das, was man dann mit dem systemisch autonomen Raum beschreibt, wo du dann weniger identifiziert bist mit deinen Gedanken, sondern die als Phänomene in dir wahrnimmst. Ja, aber dein eigentlicher Identitätsbezug liegt nicht darin, dass ich jetzt diesen Gedanken habe. Ja, und den für mich halte und jetzt ganz originär, guck mal, wie originell mein Gedanke ist, ja, weil du weißt ja, nee, habe ich auch irgendwo gehört, ne? Sondern, oder mir zusammengesetzt aus 10 Büchern, die ich gelesen habe, ja. Sondern dass dein Selbst, dass das beobachtet, der wichtigere Referenzpunkt ist. Ja, und dann bist du halt nicht mehr so identifiziert damit. Und dann ist auch das Austauschen von Ehrlichkeiten nicht mehr so, ich sag dir jetzt mal ehrlich meine Meinung. Weil ich sag dir mal, was in mir gerade für Gedanken sind. Oder ich sag mal, was ich gerade für emotionale, für Gefühlswahrnehmung habe und welche Emotionen von früher in mir getickert werden. Das hat mit meinen Mustern zu tun. Ja, kannst du nichts für? Willst du die hören? Ja, das ist aber ganz, ganz anders, wenn ich sage, jetzt muss ich dir aber sagen, dass du mir ganz schön am Sack gehst. Ne? Okay. So spannend, weil es irgendwie so greifbar macht für mich, warum, also was die tatsächliche Veränderung ist, auch über die Zeit, diese Art von Ehrlichkeit zu praktizieren. Also ich stelle mir vor, bei mir hat es getriggert, wie du vorher gesagt hast, es geht nicht mehr so ums jetzt Ausdrücken in jedem Moment, sondern mehr um das Beschreiben sozusagen von dem einfach, was passiert. Und das alleine ist ja eine andere Wahrnehmungsposition, aus der heraus ich ja dann eben nicht mehr ganz so angehaftet bin an den verschiedenen Dingen, die mein Verstand oder herbringt oder in einem bestimmten Setting, so in einem Team zum Beispiel hochkommen. Also dann kann ich noch immer Präferenzen haben, aber ich bin nicht mehr so quasi, ich nenne das gern moralistisch unterwegs. Ich bin nicht mehr so, das ist richtig, das ist falsch, ich muss mich durchsetzen und so weiter, sondern ich kann so ein Stück weit mehr zurücksteigen und mit mehr sein und habe dementsprechend vermutlich auch mehr Optionen.
zur Auswahl. Genau, du hast es ja auch gesagt, was dir auch wichtig ist, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, ja. Und die Größe dieses Raums wird von der Haltung bestimmt, ja. Das heißt, wie viel kannst du dazwischen wahrnehmen, ja, und welche Phänomene kannst du, ah ja, guck mal, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, ne? Und haust jetzt alles raus, was da kommt? Okay. Ja, ist das alles jetzt von so großem Wert, dass es dem anderen jetzt nützlich ist? Ja? Oder sagst eben das, was du auch sagst, so mit diesen Techniken, okay, ich habe das gehört, was hat das in meinem Körper ausgelöst? Ah ja, ich habe ja Spannung, das hat sich ganz schön gezuckt, ja, und was für ein Gefühl kam hoch? Ah, ich fühlte mich ein bisschen abgelehnt, ja, und welche Gedanken hat das ausgelöst? Mensch, vielleicht hat das da und damit zu tun, ja, dann würde ich halt nur von mir erzählen und meinen Wahrnehmungen, aber nicht dir sagen, wer du jetzt bist oder dich in irgendein Bild bringen oder ja, und das ist, ich glaube, dieses bei sich bleiben und von sich erzählen in dieser Ehrlichkeit ist spannender als über den anderen oder über die Dinge. Ja. Aber es kommt ja immer darauf an, mit welcher Intention du das machst, mit welcher Absicht. Und da muss ich ja sagen, habe ich die lustigsten Dinge mal so in verschiedensten Gruppen erlebt. Ja, manche ein bisschen erfolgreich und andere aber auch ein bisschen, wo du denkst, oh ne, mache ich nicht nochmal. Ja, hast du da Beispiele oder irgendwelche eben Geschichten, die du dort teilen kannst, wie du Naja. Ehrlichkeit oder vielleicht auch fehlgeleitete Ehrlichkeit in Ich muss Gruppen? aber dran denken, wir haben bei den Pfadfindern, war ich so 10, 11, so ein Ritual gemacht, Sprung ins kalte Wasser, hat sich in die Mitte gesetzt und jeder hat dir ein Kompliment gemacht. Ja, also auch ehrlich, ne? Das finde ich gut. War natürlich soziale Wünsche. Wenn du heute drauf gucken würdest, ja, okay, wir waren alle lieb und brav, war super. Das gleiche habe ich mal im Teenageralter gemacht, hat sich auch in die Mitte gesetzt und jeder hat dir gesagt, was er blöd an dir findet. Ja, fand ich nicht so gut. Und weil ich glaube, diese Art von Feedback, ja, braucht einmal eine Erlaubnis und auch einen sicheren Raum. Das heißt, du musst wissen, warum machen wir das? Machen wir das jetzt nur, um uns gegenseitig mal richtig die Meinung zu geigen, ja, in der Hoffnung, dass es danach schön wird. Und ich habe nicht erlebt, dass es nach solchen Dingen schön geworden ist, ne? Sondern okay, war frühe Konzepte ja nicht gut geführt und so weiter. Oder brauchst nicht auch einen sicheren Raum, wo du auch Verabredungen triffst von Vertraulichkeit, ja, von Verschwiegenheit, alles, was hier bleibt. Und da habe ich bessere Erfahrungen gemacht, wenn man eben da eine Absprache hat und sagt, okay, wir versuchen zusammen eine Atmosphäre zu schaffen, in der Verletzlichkeit möglich ist. Und da tauschen wir unsere Meinungen aus, unsere Erfahrungen, aber reden von uns. Auch durchaus in Reaktion zu jemand anders, ja, aber nie um Wahrnehmung zu teilen, aber nicht um Erklärung zu geben. Ja, also es gibt so Gruppen, wo wir das machen, da benutzen wir halt Gestalt als ein Dialogformat, ja, wo du halt sagst, also ähnlich wie gewaltfreie Kommunikation, wo du sagst immer, rede von dir und deinen Wahrnehmungen und deinen Erfahrungen. Ja, aber keine Ratschläge, kein nichts dem anderen überstülpen. Und dann, glaube ich, ist anderer Austausch von Ehrlichkeit möglich und andere Art von Feedback möglich. Ja, wenn du solche Räume schaffst. Deswegen glaube ich, ist dieses radikal ehrlich auch etwas, was einen Schutz braucht, ja, oder einen Rahmen braucht. Rahmen, einen starken Rahmen. Wir machen normalerweise, weil du genau das ansprichst, so Vereinbarungen immer zu Beginn unserer Workshops, und das sind die Vereinbarungen zur Teilnahme im Workshop. Das heißt, Leute, die nicht zustimmen, werden nicht am Workshop teilnehmen. Und eine ist natürlich, ich stimme zu, ehrlich zu sein. Die andere ist aber auch, ich stimme zu, andere dabei zu unterstützen, ehrlich zu sein. Und Und alleine das das. ist auch mal spannend, welches Ich stimmt dazu, weil ich glaube, unser verletzlicher Teil, ja, der mag vielleicht irgendwo in uns drin sitzen und der weiß gar nicht, was auf ihn dazukommt. Und dann sagt ein anderer Teil, ja, ich stimme zu, ne, Chaka, ne, Selbstentwicklung, ja, wir gehen nach vorne.
Aber in dir sitzt ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, das sagt, Scheiße, ne? Da habe ich mir aber ordentlich einen reingelegt und tagelang geht die Mühle. Und das, glaube ich, ist auch zu beachten, dass es immer auch noch ein inneres Kind gibt, was das auch alles hört. Ja, Absolut. und da eben auch zu gucken, was ist da angemessen, selbst wenn ein Ich in uns sagt, ja, ich stimme allem zu. Ja, ist, glaube ich, auch ein Teil, wie so einen Rahmen führst, dass das nicht einfach irgendwie irgendwas ist. Ne? Ja, voll. Also da geht es ein Stück weit auch darum, behutsam zu sein und wirklich, aus meiner Sicht, aber wirklich ein Stück weit zu sein, mit dem, ja, vielleicht da wirklich in den Körper mal hineinzuspüren, ist es wirklich, also will ich das gerade wirklich, ist da gerade wirklich ein volles Ja da oder ist es mehr so, Ja, Chaka. Ja, und selbst wenn du Chaka ja sagst. Ne? Aber ich finde zum Beispiel auch, die Aufstellungsarbeit ist auch so ein Raum, wo du ja auch Bezug nimmst auf körperliche Empfindungen, die du in einer Rolle hast, ne, und die aussprichst. Ja. Aber eben auch versuchst über so eine Wahrnehmung, das nehme ich gerade wahr, keine Ahnung, was das bedeutet. Also du stellst dich zur Verfügung mit deiner Wahrnehmungswahrheit. Ja, ohne aber auch, und das finde ich auch noch wichtig, dieses, was immer dazu gehört, absichtslos. Ja, also ich sage das jetzt nicht um zu. Ja, und das auch so, ja, sei es absichtslos, ja. Und wenn ich sage, oh Bernhard, jetzt hast du mir die drei Sachen gemacht, jetzt weiß ich, in der nächsten Runde bin ich dran, da habe ich so einen kleinen Account und jetzt gibt es zurück. Und das sind ja auch alles Phänomene, die passieren, ne? Können. Können, ich merke, ich habe so jetzt zum dritten Mal habe ich zurückgedacht an diesen einen Post von dir über die Tabuzonen. Und ja, irgendwo verbinde ich das eben auch mit einem größeren Spielraum über die Dauer der Entwicklung sozusagen, keine oder weniger Tabus zu haben, mit denen ich in Teams, in Organisationen, aber auch alleine für mich selbst bin. Ja, würdest du da darüber vielleicht noch ein bisschen was sagen? Was sind die Tabuzonen und wie werden die, ich stelle mir vor, die Intention des Posts war ja zu zeigen, dass die geringer werden. Wie werden die geringer und ja, was ist da der Mechanismus dahinter vielleicht auch? Ich glaube, ja, man kann es, glaube ich, sehr auch auf sich selbst beziehen. Wenn ich mich selbst angucke, weiß ich, früher hat mir es schwer gefallen, da und darüber mit anderen zu reden. Ja. Heute kann ich das. Ach, guck mal, der Raum der Besprechbarkeiten ist größer geworden. Ja. Und in der Organisation, wenn du sagst, eine Organisation ist im systemischen Sinne die Summe ihrer Kommunikation und Entscheidung. Okay, dann hast du zwei Faktoren, die du bei der Organisationsentwicklung beeinflusst. Die Kommunikation verändern, ja, wie machst du das? Indem du den Raum der Besprechbarkeiten vergrößerst. Das heißt, das, was sozusagen in Worte abgebildet wird, ja, wird mehr. Ja, und was machst du, um die Entscheidungsstrukturen zu verändern? Ja, die Machtstrukturen angucken. Ja, wer darf hier eigentlich wem was zumuten? Ja, und wenn du sagst, okay, wir schauen uns die Zumutungsstrukturen an und wir schauen uns an, was wir hier besprechen können. Und wo an sich angehaltene Gefühle im System sind, wo du alle immer denken, oh Gott, ich darf es keinem sagen, aber ich sehe es, ja, das ist der rosa Elefant. Ne? Alle wissen es, keiner redet drüber. Ne? Und dann hast du diese angehaltenen Gefühle, die zu politischem Handeln und dies und das und jenem führen. Und ein total skurriles Ballett, was dann aufgeführt wird. Wenn du als Berater da reinkommst und sagst, echt, so macht ihr das hier? Und ihr wisst alle, dass ihr das so macht, ja. Und der entscheidende Schritt, und das fand ich auch interessant, hat mir neulich ein Podcast-Gast auch gesagt, ist Alexander Zock. Er meinte, du hast einen großen Wechsel in einem Team, wenn das Team anfängt, darüber zu reden, wie es miteinander redet. Ja, also wenn du in der Metaebene in einem Team hast und sagst, was machen wir eigentlich? Ja, also ich finde, eigentlich reden wir ja ein bisschen komisch, ne? Und wir könnten mal so. Und dann merken alle, ah, ja, wenn das Gespräch stattgefunden hat, ja, endlich hat es mal einer gesagt. Endlich ist diese Wahrheit am Tisch. Und genauso ist es mit Organisation. Endlich ist es raus. Endlich ist es besprechbar.
Und da finde ich interessant von Umberto Maturana, ich sage mal, der Vater des radikalen Konstruktivismus und damit sicherlich auch Teil der radikalen Ehrlichkeit im gewissen Sinne, der sagt, was ist denn die Funktion von Sprache? Weil die Funktion von Sprache ist, diese Primärgefühl-Irritation, ja, also wenn du sagst, ah, es stimmt nicht, darüber zu reden, das in Worte zu bringen, dass sich das wieder harmonisiert. Das ist ja so, sozusagen ein gutes Gespräch, ein ehrlicher Austausch. Danach fühlte es sich besser an. Ja. Und ach, jetzt, wo wir darüber geredet haben, ja, ist es schöner. Ne? Oder jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, jetzt, wo es in der Welt der Worte ist, in mir belastet es mich nicht mehr. Und da, glaube ich, ist Ehrlichkeit ganz wichtig, diese Türen aufzumachen. Ja, Dinge in die Besprechbarkeit bringen, die Kommunikation in Organisationen zu erweitern, damit du diese Energie, die sich also im Neurotischen, in Machtspielen, im Politischen, all diesem bindet, in eine offene Kommunikation gehen kann. Ja, dass du so eben nicht mehr so ein Tänzchen machen musst. Ne? Und wenn du überlegst, wie viel in Organisationen Menschen damit beschäftigt sind, irgendwie politisch irgendwas zu machen, in Besprechungen zu sitzen, wo sie gar nicht sitzen wollen, E-Mails zu schreiben, nochmal umzustellen, nochmal anders zu schreiben, nochmal, weil die Kommunikation so schwierig ist, weil so viel angehaltene Gefühle da drin hängen, weil du eben nicht sagen kannst, ey, ganz ehrlich, ja, an sich würde ich ja das gern sagen, weil dieser Raum noch nicht da ist. Ne? Und insofern glaube ich, kannst du auch an, wenn du Menschen fragst, was ist denn bei euch, worüber darf hier noch nicht geredet werden? Ja, das ist auch mal eine schöne Frage. Ne? Worüber darf oder worüber möchtest du noch nicht reden? Ja, dann bist du immer an dieser Grenze, was du schon wahrnimmst, aber noch nicht in Ausdruck bringst. Ja, und wenn du das in Organisation zum Thema machst, ja, dann merkst du, ah ja, okay, jetzt weitet sich der Raum. Und da, dann geht es eben auch darum, sichere Kommunikationsräume zu schaffen, wo du drüber reden kannst. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber in so Gruppen, ist immer die gleichen drei Sachen, die Leute sagen. Du machst Kleingruppen, gehst an solche Tabuthemen ran und dann sagen die drei Dinge. Ist ja krass. Ich dachte immer, ich wäre alleine. Ja, und keiner wird das denken. Aber ihr denkt ja das Gleiche. Ihr seht es ja genauso wie ich. Ja. Und das Zweite, was die sagen, boah, ich hätte nicht gedacht, dass so schnell so viel Vertrauen entsteht. Dass ich diese Ehrlichkeit hier so äußern kann. Jahrelang habe ich gedacht, wer kann ich ja niemandem sagen. Und das Dritte ist, was sie dann sagen, das, was bei uns jetzt entstanden ist, ist bestimmt was ganz Besonderes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Gruppen auch so eine Vertraulichkeit haben, weil ich kenne ja den Laden, ja, hier wird so nicht geredet. Und du lachst auch und alle lachen immer, weil alle sagen, ja, genau. Weil du merkst so, dass die Ehrlichkeit und dieser Vertrauensraub gar nicht schwer ist. Und dass das uns unglaublich befreien kann in Organisationen. Ja, Deswegen, ja. deswegen, bin noch neugierig, was du noch sagen wolltest. Nö, deswegen kann ich schon ein Plädoyer für Ehrlichkeit halten, ja. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, diese Form, wie du sie einführst oder was man auch den Einzelnen zumutet, da musst du halt auch gucken, was passt an welcher Stelle. Und ich glaube halt, dass man da von außen gar nicht viel reingeben muss, weil allein so eine Frage, was sind denn Dinge, über die ihr findet, ihr mal reden solltet, das ist halt der nächste Punkt, der gesehen wird. Und dann kommt der nächste, der nächste, der nächste, der nächste. Und wenn du überlegst, wie viel Blindheit wir in unserer Gesellschaft, in Organisationen haben, ja, wie viel Ehrlichkeit wir uns um die Ohren knallen könnten. Aber es wird nichts nützen. Ja, also muss ich gucken, wie kann ich das so skalieren? Oder ich brauche es gar nicht skalieren, weil die Menschen wissen schon, was geht als nächstes. Ja. Ach, das ist halt, weil das wäre eine Frage gewesen auch von mir. Da gibt es ja, also in der Diskussion mit mehreren Leuten habe ich schon auch die deine Arbeit ganz gut kennen und die generelle Entwicklungspsychologie so ein Stück weit kennen, kommt oft so dieses Thema hoch, okay, ja, Ehrlichkeit schön und gut. Also diese Art von Ehrlichkeit, von der du sprichst, klingt halt nach einer sehr grünen, postkonventionellen Technik, quasi die vielleicht so ein Stück weit, die ich in verschiedenen Momenten so noch auch
weiterentwickeln kann, weil du einfach mehr zum Beobachter wirst von dem, was los ist. Aber für die Stufen darunter ist es noch nichts. Also so für, wenn ich jetzt in der rationalistischen Welt noch unterwegs bin oder in der stärker ich-bezogenen, ich muss mein Ding machen, dann hilft mir jetzt ehrlicher drüber zu sprechen nicht, weil die Leute können das dann dort gar nicht nehmen und gar nichts anfangen noch damit oder können ihre Gefühle noch gar nicht, die haben noch manches Mal gar keinen Zugang dazu oder spüren gar nicht und so weiter. Also so im Großen und Ganzen diese Angst, in Stufen davor bringt es ja noch gar nichts oder kann das gar nicht funktionieren. Na, ich würde ja gar nicht so sehr in Stufen denken, ja. Und ich versuche das ja auch sehr stark zu vermeiden, in Stufen zu denken, sondern in Möglichkeitsräumen. Ja, und wir sprechen ja ganz gerne über Regression. Ja, wenn du wütend bist, dann bist du wie so ein kleiner zorniger Typ und hast nur siehst nur dich und bist selbstorientiert und schreist dann rum. Ja, das kennen wir. Das ist die Regression, aber viel spannender ist ja die Progression. Und natürlich ist das so, in den meisten Organisationen kannst du das nicht machen. Ja, stimmt. So what? Aber du kannst es ausprobieren. Ja, und weil wie entsteht denn Entwicklung? Das entsteht ja nicht, dass wir morgen aufwachen und sagen, oh, jetzt bin ich auch postkonventionell. Oh, jetzt kann ich dreifach reflektiert sein, ja, und total ehrlich über mein Innenleben berichten. Nee, das ex kommt ja schrittweise. Du machst kleine Referenzerfahrungen, ja. Und der Otto Scharmer mit seiner Theory U beschreibt das ja auch ganz gut, wo er sagt, erst machst du Downloading, alle machen nur bla bla bla, dann geht es ums Zuhören, ja, dann geht es um echten Dialog und dann geht es so um diesen Moment der Stille. Ja, kriegst du es hin, dass eine Gruppe mal still sein kann und irgendwie das geil findet, dass man zusammen still ist? Ja, dann weiß, oh ja, anderer Space, geil, ne? Schöne Referenz, ne? Und oft entsteht sowas, wenn einer emotional sich öffnet. Ja, und plötzlich merken alle so, ach guck mal, jetzt reden wir wahrhaftiger, haftiger. Ja, es ist oft, wenn das Thema Tod reinkommt. Ja, und dort jemand sagt, du, Folgendes ist passiert. Ja, Mitarbeiter X, er hat einen Unfall gehabt. Ja, und plötzlich sind alle vollkommen im anderen Raum, reden ehrlich, sind berührt, reden von ihren Gefühlen, touchy und so, merken plötzlich, hey, krass. Anders. Ne? Also das sind jetzt so Referenzerlebnisse, die von außen kommen, aber du kannst denen natürlich auch Raum geben. Ja, und das ist das, was wir so in den Kulturexpeditionen machen, wo wir sagen, finde irgendwie Dreier-, Vierer-, Buddy-Groups, Peer-Groups, die zusammen anders miteinander reden können. Ja, und die diese Erfahrung machen, sich darüber stabilisieren. Eine Mini-Erfahrung in dem Sinne, ehrlicher zu sein, ist ein Check-in. Ja, wo du sagst, anstatt so, jetzt machen wir die Agenda, heute alles super, ja, tschakka, wir hauen rein, ja, so, ey, wie geht's euch gerade? Ja, bei mir ist dies, bei mir ist das, bei mir ist jedes, ah, ja, okay. Du nimmst mehr Wirklichkeiten mit rein, ja, und dadurch werden alle ein bisschen sichtbarer, ja, oder ehrlicher oder wahrhaftiger oder sichtbarer, wie immer du das nennst, ja. Was ist Ehrlichkeit? Ist ja Dinge sichtbar zu machen oder Dinge in Sprache bringen, die du schon in der Wahrnehmung hast. Naja, und Check-in ist ja auch so eine Mini-Barriere. Bring mal was in Wahrnehmung, was normalerweise übersehen wird. Ne? Und ich glaube, es geht darum, diese kleinen Referenzerfahrungen zu machen in Organisationen. Und eigentlich ein neulich lustiges Beispiel war ich in so einem Pharmakonzern. Neuer Chef, auch Richtung postkonventionell. Wir werden agil, wir sind transparent, flache Hierarchien. Hat sich vorgestellt mit einem Video allen Mitarbeitenden und hat so von seinen Stärken erzählt, was er gut kann, seine Schwächen, was er nicht so gut kann, ne, und wo er auch manchmal so in Probleme mit sich gerät und so. Ne. Super gemacht. Ne. Der alte Eigentümer total in Panik. Mein Gott, wir haben den Falschen eingestellt. Der hat auch noch erzählt, der hat einen Coach. Ne. Der hat einen Coach, der kann den Job nicht. Ja. Der muss sich coachen lassen, der braucht Hilfe. Der dachte, wir haben da gestandenen Mann eingekauft. Ne? Also Riesenfass, ne? Weil in seiner Wahrnehmung konnte er den Wert dieser Selbstoffenbarung gar nicht erkennen. Es war für ihn reine Schwäche.
entsprach nicht diesem Führerbild, was der hatte. Und es bedurfte dann viel Diplomatie und Dialog, das dann doch dann wieder so zu glätten, ja, dass dieses von Wert gesehen wurde, ne? Und gleichzeitig hat der neue CEO natürlich eine Tür aufgemacht durch diese Art der Selbstvorstellung, dass plötzlich alle merken, ach so, ja, das ist okay, ne? Und deswegen braucht ihr auch immer die Ehrlichkeit in einer Organisation, Vorbilder und die Erlaubnis. Ja, voll schön. Also ich stelle mir vor, diese Erlaubnis ist ein anderes Wort dafür, einen Raum zu schaffen, wo es okay ist, sich zu zeigen. Ein Stück weit Genau. mehr mit dem, was mich tatsächlich ausmacht. Und das ist ja auch so eine Fähigkeit von Führung, die andere Sachen in Sprache bringt. Ja, und in der Zeit war ja neulich so ein Artikel, reden wie Habeck. Ja, was ist dessen Technik? Ja, was ist dessen Technik? Ja, der Mann ist halt in einer erweiterten Haltung. Das heißt, er kann von sich berichten, wie geht's mir damit? Ja, was versetzt mich hier in Spannung? Was will ich eigentlich? Ne? Mit was bin ich konfrontiert? Welche Paradoxien sind da drin? Welche Dilemmata habe ich da? Welche Abwägungen muss ich machen? Und wie kann ich auch die Bedürfnisse von unterschiedlichen Beteiligten sehen? Ja, und aus dieser Gemengelage gibt es keine Eindeutigkeiten, aber haben uns jetzt mal so entschieden, weil die Richtung ist klar, ne? Und auch wenn jetzt der nächste Schritt widersprüchlich erscheint, so bleiben wir doch der Richtung treu, ne? Und dann merkst du so, ja, der ist ehrlicher in dem Sinne, dass er mehr in Sprache bringt von seinen Wahrnehmungen, von seinen Dilemmata, von seinen Spannungen. Und dadurch nimmt man das so wahr, das ist ja ganz anders als dieses Stanzenhafte der anderen, die einfach nur ihre Blöcke dahinsetzen, ja, wo man so denkt, ja, nee, stimmt da alles nicht. Ne? Das heißt, emotional haben wir da schon auch ein Gefühl für, ob jemand, wie viel jemand von sich an inneren Wahrnehmungen preisgibt. Ja, und gleichzeitig, also wenn du es jetzt so beschreibst, dann stell mir auch vor, also Leute in Autorität, die solche Räume aufmachen, die also ein Stück weit wächst vermutlich auch das Vertrauen zu denen oder irgendwo der Rahmen dessen, was da eben auch für mich okay ist. Und das führt meistens wahrscheinlich auch dazu, dass ich denen mehr vertraue. So ein Stück weit. Ja, kann man, es wird interessant, ne? Natürlich hast du die Führer, die sagen, wir kurbeln alles zurück, ne? Und machen das so wie früher, ein Großrussland, und wir machen jetzt unseren eigenen Trip, und du denkst, okay, wie viel Lösungskompetenz steckt da drin, ja, kann man sich jetzt mal überlegen. Oder du wirst halt Leute haben, die sagen, pass mal auf, ich habe keine Ahnung, wir haben eine Menge Probleme, ne? Umwelt, Klima, Ressourcen, international Frieden, Gerechtigkeit, Flüchtlinge, richtig viele, richtig krass, ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir da durchkommen, ja, aber ich weiß, wie die Richtung ist. Ja, mehr Vertrauen, ja, mehr an der Führung beteiligen, offenere Prozesse und. Das heißt, die Richtung ist ja bekannt und sich da so dran halten, aber es kann sich ja kaum einer jetzt hinstellen und sagen, für die nächsten 10 Jahre habe ich einen Plan. Ja, das wird dann nicht mehr als ehrlich wahrgenommen. Und ich glaube, diese Führung, die mit Unwissenheit umgehen kann, ja, und gleichzeitig aber eine Richtung hält, ja, das wird ganz spannend. Und ich glaube, dafür musst du das auch irgendwie in dir selbst können. Also eben auch mit deiner eigenen Widersprüchlichkeit klarkommen und auch für dich sichtbar sein und auch deine eigene Version von, ich weiß Bescheid, ich hab's raus, ich führe das geilste Leben aller Zeiten, ja. Ja, okay. Auch schön. Ja. Kann es auch geben und gehört alles dazu. Genau, aber ich glaube, die Ehrlichkeit führt dich an einen anderen Punkt. Ja, ich mag das total, wie du es vorher auch beschrieben hast. Ich glaube, du hast Stück weit andere Worte verwendet, aber also ich spreche da oft von Kongruenz quasi. Also was wir auch wahrnehmen können im Endeffekt. Also Radical Honesty kommt ja ursprünglich auch aus der Gestalttherapie und erklären, würde jetzt mal sagen, Maßstab dafür, ob was ehrlich ist, ist es kongruent sozusagen. Stimmt Körpersprache, Inhalt, Intention, dass wie mir jemand begegnet, während er mir in die Augen schaut, stimmt das überein? Und meistens, also ich stelle mir vor, wir analysieren das meistens nicht so jetzt so, ah, okay,
erzählt mir der Martin gerade die Wahrheit, schauen wir mal genau, Körpersprache und so weiter, sondern meistens funktioniert es so, ich habe ein Bauchgefühl, so, oh, irgendwas stimmt da vermutlich nicht oder so. Ja, also dieses Kongruenzerleben, glaube ich, ist was gleichzeitig auch selbstermächtigend ist, stelle ich mir vor. So, wenn ich schon Dinge wahrnehmen kann und die kongruent ausdrücken kann, dann ist es irgendwo auch, ja, selbstermächtigend trifft es auch nicht wirklich. Aber ich bleibe bei Kongruenz. Also es ist kongruent und es bleibt nichts mehr offen. So, ich beschreibe die Wahrnehmung, die ich habe und kann dann im nächsten Moment wieder, ohne irgendwie meine Altlast mit dabei zu haben, präsent sein für das nächste, was da so daherkommt. Ja, manchmal wird es ja so beschrieben, die Selbstoptimierung. Ja, ich chisel an meiner Superversion, ja, optimiere mich und mehr Zeit, mehr Fitness, schöner, besser, Haut glatter und so weiter, ja. Dann hast du die Selbstwahrnehmung, ja, wie geht es mir denn mit dem allen so? Ne? Und passt das zu meinen Werten, Bedürfnissen und wie geht es meinen Anteilen eigentlich so? Und dann vielleicht die Selbstkenntnis. Naja, wo du auch so weißt, wie auch deine früheren Teile, die sind ja nicht weg, ja, wie die reagieren, was die für Muster haben, was die für Regressionsanteile haben, ja, und so eine Aussöhnung auch mit dem, mit deiner eigenen Vielheit, die dann so kommen, ne? Und das ganz Interessante ist, man sagt ja, danach kommt auch Einsicht oder diese Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, lässt du los. Weil du merkst, so alles, was sich so in dir präsentiert an Gedanken und Gefühlen, ja, ist halt auch nur ein Strom, ja, den du gar nicht festhalten kannst. Das bringt mich vielleicht ganz gut zu einer Frage. Wir haben einen Zuseher, der hat eine Frage, wir Kommentar gestellt. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich stelle mir vor, ein Stück weit dieses Loslassen braucht auch Mut. So. Das ist aber nur der Trigger, weil die Frage geht eigentlich in eine ganz andere Richtung, möchte ich sagen. Aber ich habe Mut gelesen und habe mir vorgestellt, das passt gerade ganz gut. Thorsten fragt so, ist für Agilität nicht Offenheit und Mut viel wichtiger als Ehrlichkeit? Zumal Ehrlichkeit deutlich mehr Interpretationsspielraum und Subjektivität hat als Offenheit und Mut. Ja klar, ne? Eine Sache, wie du ja auch Haltung sozusagen testest, ja, ist, indem du Satzergänzungstests machst. Und der Klassiker ist Erfolg ist, und jetzt mach den Satz mal. Ja, vervollständige den mal. Da kannst du genauso gut sagen, Agilität ist, jetzt sag mal, ne? Ehrlichkeit ist, Mut ist, ja, und dann wirst du merken, je nach deiner Haltung hast du ein anderes Konstrukt dahinter. Mut ist, wenn man sich nach vorne zeigt, wenn man nach vorne geht. Nee, Mut ist, seine Verletzlichkeit zu zeigen. Mut ist, auch zu seinen Schwächen zu stehen. Ja, das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Oder Mut ist, nach vorne zu gehen und jemand einer zu hauen. Ja. Okay, das ist alles mutig in einem anderen Konstrukt. Und das ist so ein bisschen das Problem mit der Agilität, ja, dass die halt herrlich auch dadurch interpretiert wird. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das ein Wert jetzt wichtiger ist als ein anderer. Ich glaube, sie sind alle wichtig, ja, aber interessant ist, wie interpretieren wir sie. Ja, und für mich ist Agilität eine Form, versuchen, über Zeremonien und Rituale und verschiedene Kommunikationstechniken den Raum der Besprechbarkeiten zu vergrößern und mehr kommunikative Schnittstellen reinzubringen. Ja, über Regeln, über Formen, über dass du es framest, dass du eben gewisse Rituale hast, damit Dinge schneller besprechbar sind und weniger angehaltene Gefühle im System hängen. Ja, und jetzt kannst du natürlich, je nachdem, mit wem du zu tun hast, dann kann ein Stand-up auch eine Nörgeloper werden. Ja, und du denkst, oh Gott, hätten wir es nur mit der Ehrlichkeit nicht gemacht. Und, weil du merkst, es finden Be Bewertungsspiele statt und nicht Beschreibungsoffenbarungen. Ja. Und insofern würde ich sagen, nicht der Wert im Einzelnen ist entscheidend, sondern die Haltung, mit dem du ihn in Kommunikation bringst.
Das sind noch zwei Sachen jetzt. Also ich merke, es kommt so Trigger für Trigger. Ich finde unser Gespräch auch sehr spannend. Das eine, ich habe mich jetzt zurückerinnert, wie du gesagt hast, okay, Mut und wie du es so durch die verschiedenen Haltungen dekliniert hast im Endeffekt, wie sehr wir uns in meiner Vorstellung manches Mal davor verstecken, konkreter zu werden, weil wenn ich jetzt sage Mut, also alle würden nicken, ja, Mut ist wichtig, natürlich. Und wenn ich aber dann konkreter bin und so beschreibe, was ich darunter verstehe unter Mut und dann sage, naja, also für mich ist es, wenn ich rausgehe und wem endlich mal eine reinhau, wenn er was Blödes gesagt hat, dann beginnen die Leute plötzlich, na, also dann beginnen plötzlich unterschiedliche, dann beginnen Konflikte am Ende des Tages. Also wie wir uns manches Mal quasi mit vagen Wörtern sozusagen davon abhalten, zu dem zu kommen, was uns eigentlich wichtig ist. So. Ja, das ist ja auch interessant, dass die ganze Welt der Worte ja ein vollkommener Irrgarten ist, ne? Und gleichzeitig, und das ist ja auch manchmal ganz schön, wenn wir so über Progression geredet haben. Es gibt ja auch, sagen wir, die Zustände, weil ja manchmal sagt man transpersonal oder ich sag mal besondere Zustände, wo du dich wortlos verstehst. Ja, wo du so in dem Kontakt bist mit Präsenz und Gefühl, wo so eine andere Art von Klarheit entsteht. Ja, und des Zusammenseins und des Verbindung und des, hey, du auch hier, krass, schön, ja, siehst du das auch? Ja, ich auch. Ne, bist irgendwo der Natur oder so, ja, und du merkst einfach, du bist zu so einer tiefen Ebene berührt, ne, von dem Zusammensein, zusammen auf der Erde sein. Ne. Und da sage ich oft so, jeder Mensch hat diese Referenzerlebnisse, wo du wirklich so merkst, so ist lebendig sein anders. Ja, so der Blick hinter die Worte. Und das finde ich ist auch nochmal interessant, ob du bei dem Ehrlichsein damit in Beziehung gehen kannst. Also von welchem Punkt aus bist du eigentlich ehrlich? Sage ich dir, hey, ich möchte uns beiden ermöglichen, dass wir in diesem State zusammen sein können. Ja, einander wahrnehmend und die Welt wahrnehmend und Erfahrung tauschend. Ja, oder habe ich noch eine andere Agenda und meine Motivation des Ehrlichseins kommt auch aus meinen neurotischen Konstrukten und meiner eigenen Wut oder was auch immer, ne? Ja, also ein Stück weit auch, was ist die Intention dahinter? Will ich quasi kontrollieren oder will ich eher in Beziehung gehen, so zum Beispiel? Das wäre so. Ja, und womit bist du verbunden? Aha. Womit bist du verbunden bei deinem Ehrlichsein? Und wenn du dazu ehrlich bist, also ich Ja. sehe, dass die Verbindung sehr unterschiedlich sein kann. Was okay ist, aber was eben dann auch spannend ist zu beobachten. Ja, super spannend. Ich glaube, schon langsam werden wir jetzt mal zu einem Ende kommen. Ich möchte noch eine Frage teilen mit dir, die ich gerne stelle in Workshops. Und gar nicht so sehr, um die von dir beantwortet zu haben. Du kannst sie auch gern beantworten. Aber mich würde es so interessieren. Und ich stelle mir vor, es geht eher in die Richtung Tabuzone. Aus meiner Sicht. Also die Frage ist im Endeffekt, was möchtest du gerade am wenigsten gern sagen? Oder in Gruppen sozusagen, was möchtest du, dass die anderen nicht von dir wissen? So, in meiner Vorstellung ist es so ein Stück weit, manches Mal so ein Ermöglicher für mehr Tiefe relativ schnell. Sozusagen, wo ich was teile auch und in dem Moment oft auch tatsächlich sowas wie Entwicklung passiert, weil ich merke so, oh, ich kann da auch was sagen. Also so ähnlich wie du es vorher beschrieben hast, diese drei Punkte, so plötzlich entsteht Vertrauen, plötzlich sind wir irgendwie in einem etwas, in einem Zustand miteinander, der ganz außergewöhnlich ist für uns und gleichzeitig ist ja Vertrauen da. Mich interessiert so an dieser Frage, gibt es da, kann man an dieser Frage irgendwie, also wie würden unterschiedliche Haltungen diese Frage beantworten? Und ja, also
Was kommt da bei dir, wenn oder generell auch, was kommt bei dir hoch, wenn du die Frage hörst in Bezug auf? Ja, also ich habe so meinen Raum für Verletzlichkeit, auch so eine Runde, mit der ich mich einmal im Monat treffe, und wir haben eine ähnliche Frage: Worüber möchtest du noch nicht sprechen? Ja, und dann sagst du was, über das du noch nicht sprechen willst, und da wird auch nicht drüber geredet. Also nicht so, ja, jetzt wollen wir aber mal, ne, sondern nee. Und das ist für mich immer so ein Bereich, wo ich merke, da bin ich in emotionaler Spannung, aber noch nicht auskunftsfähig, ja, weil ich vielleicht das Gefühl habe, boah, ich bin noch ganz schön identifiziert damit, ne, mit einer Wut, mit einem Gefühl, mit einem Ärger, und merke irgendwie so, oh, ich glaube, ich möchte noch mal verschiedene Standpunkte mir erörtern, um sprachfähiger zu sein. Ja, weil sonst bin ich vielleicht eine Platte mit Sprung und habe so das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, erzähle ich mir immer das Gleiche innerlich. Ich hänge da ganz schön. Ja, und das kannst du an sich jeden fragen, weil es geht ja immer um den Punkt, den du wahrnehmen kannst, wo emotionale Spannungen sind. Und in jeder Haltung ist das was komplett anderes. Ja, und die Frage ist auch, was willst du da zur Verfügung stellen? Weil Entwicklung passiert ja in diesem Auflösen von diesen emotionalen Spannungen. Also, dass du anstatt dieses, ich habe keinen Zugang zum Primärgefühl, ich kann drüber reden, ich kann die Gefühle verarbeiten, und dann kann ich mehr gegenwärtig sein. Also ich bin mehr beteiligt an meinem Daseinsstrom, ja, von Gefühlen, je weniger ich da ja, immer in diese Schleifen reingehen muss. Ne? Und insofern würde ich sagen, ja, man kann solche Fragen stellen, um zu sehen, was ist in Spannung. Weil das, was in Spannung ist, ist das Entwicklungsthema. Das ist eine andere typische Frage, sag mal, wenn man auf den Kollegen geht, der vorhin gefragt hat, mit den Werten, ja, was ich auch gern frage, welches sind eure Werte in Unternehmen? Ja, wir sind ja fair, mutig, innovativ und Qualität. Ja. Und dann sagst du, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fair seid ihr denn? Dann sagt der eine, ja, ich finde das hier überhaupt nicht fair. Die haben den Horst entlassen, obwohl der 20 Jahre hier war. Na, 4. Der nächste sagt, ja, schon ganz fair, aber könnten mehr Frauen in Führungspositionen haben. 6. Ja, was auch immer. Irgendwie auf einer Skalierung haben die eine Antwort. Und dann fragst du ganz coachingmäßig, was müsste es passieren, damit du 5 sagst? Und was müsste bei dir passieren, damit du 7 sagst? Ja, dann merkst du, ja, das und das und das ist nicht okay. Das ist die Spannung. Das ist das, worüber noch nicht geredet wird. Das ist das, was neu in Sprache gebracht werden muss. Und so kannst du sehr schnell in so einem System relevante Themen entdecken, die das System selber weiß. Also du musst gar nicht von außen schlau sein und sagen, ihr solltet mal so und so, sondern das System weiß das viel besser. Und die Beteiligten, die im System drin sind, und können so die, wenn du so willst, die Bereiche erkennen, die in Sprache gebracht werden sollen oder wo es Ehrlichkeit braucht. Also Ehrlichkeit im Sinne von, wir bringen es in Sprache. Ja, mir gefällt besonders irgendwie dieser Teil, das ist dort, wo die Spannung entsteht oder wo die Spannung ist, sozusagen auch. Ich habe mein Selbstverständnis so als Trainer, quasi Leute in der Spannung zu halten, ein Stück weit. Also auch nicht zu lang, also es darf dann ruhig sich auch wieder regulieren, meistens, also wenn es jetzt um Emotionen geht, dann was muss man im Körper wahrnehmen können, aber Ende des Tages geht es darum, dorthin zu gehen, wo meine Spannung ist, jetzt gerade, und zu schauen, wie kann ich ein Stück weit länger damit sein und schauen, was danach passiert. Und meistens ist es eine Entspannung. Ja, genau, oder du machst ja beim Coaching, sagst du, ach, guck mal, ja, und von diesem, guck mal doch von dieser Perspektive, wie sieht denn das von da aus? Wenn du jetzt jemand anders fragen würdest, was würde er dir für einen Tipp geben? Oder irgendwie klassisch Coaching-Perspektivwechsel. Ah ja, von hier aus betrachtet, da sieht die Spannung ja ganz anders aus. Ja. Und dann kriegst du durch den Perspektivwechsel da wieder Bewegung rein. Ja. Ja, super. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Und zwar haben wir jetzt viel über Ehrlichkeit und Entwicklung gesprochen, verschiedene Stufen, Tabuzonen etc. Und dass es schon irgendwie Sinn macht, auch für die Entwicklung sozusagen mit Ehrlichkeit zumindest mal zu experimentieren, auch wenn man auf früheren
wenn man viel quasi in früheren Möglichkeitsräumen unterwegs sind, sozusagen da vielleicht noch nicht ganz über so viel ehrlich sein wollen oder können wie in späteren. Mich würde noch so interessieren, aus deiner Perspektive, was wäre denn so, was sind Anwendungsbereiche, wie lässt sich so Ehrlichkeit deiner Ansicht nach in Organisationen einsetzen oder kultivieren, vielleicht auch, ja, wozu überhaupt in Organisationen Ehrlichkeit quasi praktizieren? Und auf der anderen Seite, was sind denn Grenzen dafür? Oder wo wäre es vielleicht auch zu Ende sozusagen? Da brauchen wir jetzt aber nicht ehrlich sein. Ja, das ist ja, du hast natürlich asymmetrische Machtstrukturen da. Ne? Der eine darf dem anderen was zumuten, was der andere nicht darf. Ne? Und ich würde auch gar nicht unbedingt immer mit dem, ah, wir müssen uns mal die Meinung sagen oder die Dinge sofort aussprechen, die ganz schwierig sind. Das kommt alles von alleine, wenn du sichere Räume schaffst. Deswegen würde ich den Fokus auch gar nicht so auf dieses, wir fangen jetzt mit der Ehrlichkeit ansetzen, sondern eher schaff Räume, wo sich Ehrlichkeit zeigt. Also die Ehrlichkeit ist nicht das Ziel, sondern das Resultat von einer erweiterten Haltung. Ja, man muss die nicht tun, die kommt schon. Ja, weil im Prinzip leiden wir alle am Unehrlichsein und da gibt es ja auch so ein Gefühl, dass das an sich nicht möchte. Ne? Und ein Ritual oder so eine kleine Sache, die ich auch immer ganz, ganz schön finde, und ist die Potenzialdusche. Ja, ich habe es mal kennengelernt in Berlin in den Wir-Kreisen. Da hast du zwei Leute vor dir sitzen, die dich nicht kennen. Und du sollst mal sagen, was glaubst du, was der andere für ein Potenzial hat? Und was könnte er vielleicht noch, welches Potenzial siehst du, das der andere scheinbar realisiert hat? Und welches glaubst du, könnte dir dein Gegenüber noch realisieren? Ja, wo du den anderen nicht kennst und du erzählst einfach aus deiner Intuition heraus. Ja, also nicht irgendwie, ja, ich wollte das immer schon sagen, ja, oder sondern einfach nur, ich spüre, Mensch, Bernhard, ich glaube, du bist ein richtig feinfühliger Typ. Ich glaube, du kannst Gruppen gut leiten. Und ich glaube, du bist ein guter Zuhörer. Weißt du, und ich würde einfach sagen, was mir so kommt. Und dann sagt der andere das und der andere das. Ne? Und da stellen wir halt die Wahrnehmung zur Verfügung, auch die intuitiven, ja, so nach dem Motto, hey, das ist in meinem Radar, aber ich muss jetzt nicht irgendwie mit den schwierigen Dingen anfangen oder den vermeintlichen kruden Zeug in mir. Ja, warum nicht ressourcenorientiert mal starten? Ja, um überhaupt diese Art von öffnender Rede zu üben. Ja, und die Dinge sagen, die ich normalerweise nicht sage, ja, geht eben sehr gut auch über Potenziale, Stärken und dieses Teilen von intuitivem Wissen. Fantastisch. Ja, danke dir. Ich habe noch eine Frage. Vermutlich Penúltima. zu mehr führen. Ich möchte nur checken mit dir. Wir sind über unserer vereinbarten Zeit. Alles Also, gut, alles gut. alles gut. Okay. Weil wir jetzt sehr viel, und du hast jetzt auch gerade von der Potenzialdusche gesprochen, finde ich eine großartige Idee auch. Jetzt ist es so, dass aus meiner Sicht in Gruppen, hauptsächlich in Gruppen, also nicht in Teams, sondern in Gruppen, wo Leute aus verschiedenen Kontexten zusammenkommen, sozusagen. Wenn die beginnen, mal ehrlich zu werden miteinander, und meine Hypothese ist, das Gleiche ist in Teams eigentlich auch, nur dauert es da manchmal länger, ist eine aus meiner Sicht der am meisten zurückgehaltenen Emotionen eigentlich Ärger. Also ich bin sehr freizügig in meiner Definition von Ärger. Also ich wäre bei so kleinen, ach, das passt mir nicht, würde ich von Ärger sprechen, aber auch vom, ah, richtig, ich ärgere mich gerade richtig. Jetzt ist meine Erfahrung die, dass das ist, was wir am wenigsten gern
Es geht uns generell, glaube ich, manches Mal in Organisationen schwer noch mit Emotionen. Aber das ist aus meiner Sicht eine, die wir am liebsten irgendwie nicht direkt, sondern irgendwo lieber in der Kaffeeküche mit einem anderen Kollegen besprechen oder lieber so, also indirekt ausdrücken. So kleine Sabotageakte oder vielleicht doch nicht alles so machen, wie ich gesagt habe, dass ich mache, weil ich halt nicht vorher ehrlich war über das, dass mir irgendwas nicht passt. So, also dass ich alle möglichen Ausdrucksformen von diesem Ärger, von diesem Unmut sozusagen finde, nur nicht die direkte, wo ich wem in die Augen schaue und sage, hey, ich ärgere mich gerade über dich dafür, dass du XYZ gemacht hast oder gesagt hast und komm drüber hinweg, über mein Recht haben wollen vielleicht auch sogar, sehe, dass es vielleicht mehr bei mir ist, aber das sind halt die nächsten Schritte, würde ich sagen. Aber grundsätzlich so dieses, es fällt uns, ich stelle mir vor, vielen Leuten schwer, das zu tun. Ja, und da würde mich noch deine Meinung so dazu interessieren, weil ich schon den Eindruck habe, dass wir sehr oft über Stärken und über Potenziale und so sprechen, und gleichzeitig manches Mal ja, vielleicht diese Ärgerenergie, eigentlich die ist, die Entwicklung vielleicht auch beschleunigen könnte. Ja, kann man ja mit experimentieren. Jetzt kann sich überlegen, wo kommt die denn her, die Ärgerenergie? Also diese Wutgeschichten sind ja meistens in den frühkindlicheren Haltung gebunden. Deswegen sind die Logiken auch meist nicht so ausgefeilt, ja, warum wir ärgerlich sind. Und das Spannende ist ja, kann ich nur über meinen Ärger reden? Es geht mir also um Senke, die ganze Welt und die Politik. Ja, okay. Oder kann ich auch schon meine Bedürfnisse dahinter erkennen? Ja, und kann sagen, ey, ich hätte gerne eine Welt, wo ich weniger Angst haben muss, mehr Zugehörigkeit, weniger Stress und dafür brauche ich dies und das und jenes, ne? Und also muss man halt experimentieren und kann das ja auch in sicheren Räumen tun. Ich glaube, die Ärgerenergie alleine, ne, braucht immer auch noch was das halten kann. Ja, und auch die Frage der Transformation. Und gleichzeitig würde ich dir auch recht geben, diese kuratierte Welt, wo alles schön ist, ist auch Quatsch. Also wie kannst du dir den Schatten einen Raum geben, ja, dass die Schatten sich artikulieren würden, aber wenn du nur tobende, trotzige Kinder in einem Raum hast, die sich gegenseitig die Meinung geigen, ja, okay, ja, dann find mal da wieder raus. Schönen Dank. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, denen Gehör zu geben. Und was wir ja manchmal machen mit den Haltungen, das ist auch ganz schön, du, so Aufstellung. Du nimmst die 6 Haltungen, ja, als Bodenanker und nimmst irgendeinen Konflikt und sagst, was sagt die Haltung dazu in dir? Was sagt die in dir? Was sagt die in dir? Also, dass du es als Teilearbeit machst und eben nicht, jetzt sag mal deinen Ärger. Ja, sondern, nee, sag mal, wie zornig ist deine Selbstorientierung, dieser Teil von dir, der wirklich sauer ist? Wie ist der Nächste? Wie ist der Nächste? Wie ist der Nächste? Dass du auch in dir dich nicht mit deinem Ärger identifizierst, sondern siehst, ja, der ist da. Aber das ist ein Teil von mir. Das bin nicht ich als ganze Person. Weil dann bist du so überwältigt. Ja, und kannst dich auch nicht mehr dissoziieren. Dann, ja, und das ist ähnlich, machst du es in der Aufstellung, sagst du, okay, stell deinen Ärger mal auf, damit du auf dem Stuhl sitzen bleibst und eine Distanz hast, eine Beobachterqualität. Na, und das, glaube ich, brauchst auch, wenn du dich mit deinen Schattenteilen konfrontierst, immer ein Setting, wo du sagst, kann ich beobachtend bleiben, während ich meinen Ärger, meine Wut, und das geht mir alles auf den Senkel, äußern kann. Ja? Und wie gesagt, diese Rollenspiele mit den Haltungen, die haben dann auch was Komödiantisches, weil du all das ausdrücken kannst, aber auch siehst, dass es andere Möglichkeitsräume gibt, die du betreten kannst. Ja, ich mag total, was du sagst. Und auch diese, also ich arbeite gern mit eben leeren Stühlen an dieser Stelle. Ich glaube echt, also so, und auch wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ist der Schlüssel tatsächlich, wie kann ich sozusagen nicht mehr der Ärger sein, so, sondern so ein Stück weit einen Schritt wieder zurücknehmen und den Ärger vielleicht wahrnehmen und auch die Spannung wahrnehmen, die Gedanken, wie ich mir den Ärger eigentlich, also ja, immer selber produziert auch, aber
gleichzeitig, also wie ich mir denn nicht immer. Gibt schon besondere Grenzen setzen und so, wo es jetzt hochkommt, aber wie kann ich das sozusagen eher von einer Beobachterposition ausdrücken und gleichzeitig aber die, was ich mir schon wichtig mache, so diese Energie schon spüren und auch wieder gehen lassen. Aus Ja, klar. meiner Erfahrung heraus ist es oft so, dass dann mit diesem, wenn der Ärger verziehen kann, auch manches Mal diese Rigidität im Recht haben und in den Bewertungen, die ich da so habe, damit der Ärger überhaupt kommen kann, auch so ein Stück weit beim Fenster rausgehen, so nach und nach. Ja, ich glaube, da kann man so experimentieren. Ich denke auch, das ist genau, was du sagst. Entweder ich bin das Gefühl. Oder ich habe das Gefühl. Ja, was ist die Perspektive? Ne? Und wenn du sagst, so, ich habe das Gefühl und jetzt lasse ich das mal zu, wie sich das eigentlich so in mir zeigen könnte oder wie es eigentlich so spricht. Ja, und dann kannst du da vielleicht da das betreten, ja, oder diese Emotion, sage ich mal, diese Ladung. Na, aber wenn du sagst, sag mal, wie es dir geht, ne? Und du schickst jemand in die Identifikation damit, ja, weiß ich nicht. Ne? Aber gibt es verschiedene Techniken, muss man halt mal so gucken. Ne? Ja, absolut. Fantastisch. Martin, ich würde sagen, wir kommen jetzt einmal zu einem Ende. Ja, Ich gerne, gerne. habe unser Gespräch sehr, sehr genossen. Also ich merke, ich könnte auch noch weiterreden. Da sind ja überall gehen so kleine Möglichkeiten auf, in welche Richtungen wir weitersprechen könnten. Und gleichzeitig sollen wir auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Soll Einfach man, ja. sollte man immer. Muss man, ja, das macht man so. Genau, das ist, hat die Oma schon gesagt. So. Genau, warum eigentlich? Tatsächlich, vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für deine ja, Insights auch in Entwicklung und wie das mit Ehrlichkeit, mit auch Unehrlichkeit, mit Zurückhalten und sich zeigen zusammenhängt, Beobachter, Tabuzonen. Vieles dabei gewesen heute. Ich bin inspiriert von unserem Gespräch. Ich möchte noch sagen, kauft Martins Bücher. Ist großartig. Haltung entscheidet und bald auch wird Haltung erweitern. Erweitern, genau. Da haben wir jetzt auch schon eine Community gegründet, unterhaltungerweitern.de, wo wir eben auch diese Themen so mit diskutieren und da weiter forschen. Und dank dir, Bernhard, und auch viel Dank für deine Forschung, die du in deinem Bereich führst. Ja, ich glaube, das ist sehr wertvolle Arbeit. Danke. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Bei Fragen wie immer gerne per Sprachnachricht oder per Kommentar unter diesem Post. Wir werden es vielleicht nicht mehr heute beantworten, aber im Nachgang, wer weiß. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Ausgabe von Responsibility. Martin, vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag heute. Danke, Bernhard. Bye-bye.